Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Food Show hier auf MMORPG Radio. Ich freue mich, dass ihr den Weg wieder hierher zurückgefunden habt und ihr mir auch dieses Mal bei der Food Show beiwohnen wollt. Ich freue mich sehr, denn es ist eine ganze Weile her, dass ich eine Food Show gemacht habe. Überhaupt, dass ich irgendwie was auf dem Kanal gebracht habe, was hauptsächlich daran liegt, dass ich ein paar gesundheitliche Probleme hatte oder immer noch habe im Endeffekt. Und ich einige Dinge wirklich mir zu kämpfen geben, aber das wird ja jetzt nicht das große Thema sein. Fakt ist, ich hatte halt auch einfach, ja, weder die Zeit noch die Kraft irgendwie groß irgendwas zu produzieren. Deswegen tut es mir leid, dass das sich wieder alles sehr lange jetzt hingeschoben hat, bis ihr mal wieder was von mir zu sehen bekommt hier auf dem Kanal. Aber ich bin wieder da und werde auch hier sein. Weiterhin. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Falls ihr das erste Mal dabei seid, natürlich auch an euch herzlich willkommen. Nur nochmal für gerade vielleicht für die Neuen, weil ich mir denke, dass vielleicht der ein oder andere seinen Weg hierher finden wird über diese Sendung. Die Food Show gibt es im Endeffekt in zwei Varianten. Die eine Variante ist die Food Show, in der ich komische Sachen, meistens auch mit Gästen zusammen oder auch mal alkoholische Getränke, zu mir nehme und dann entsprechend auch bewerte, wobei ich sagen muss, es gibt also so Sachen wie Natto oder Durian, die sind jetzt nicht so zu bewerten, dass ich, oder Katzenfutter, dass ich mich hinsetze und sage, ja, lecker, sondern da geht es eher darum, dass es halt, ne, ein bisschen Unterhaltung bringt. Aber ich habe natürlich auch die Foodshow, in der ich Sachen bewerte und dahingehend bewerte, dass ich sage, sind sie den Preis wert oder sind sie gut oder sind sie eher nicht so gut, wie ich das eben empfinde. Meine persönliche Meinung natürlich immer. Und heute haben wir was, wo ich im Laden quasi drauf gestoßen bin, was mich so angesprochen hat, dass ich gedacht habe, das würdest du gerne mal machen. Nämlich das hier. Das hier sind Barbecue-Soßen und zwar die Barbecue, also BBQUE, Barbecue-Soßen aus Bayern. Also eine bayerische Rezeptur, die hier als Barbecue-Soße genommen wird, was sehr, sehr interessant ist, denn Barbecue-Soßen kennt man jetzt aus USA hauptsächlich, auch aus England sind sie durchaus gebräuchlich, aber aus Bayern? Das fand ich sehr interessant, aber ich fand vor allem, weil die Flaschen auch sehr interessant aussehen, dass das Ganze wirklich ein interessantes Konzept ist und ich mir das Ganze angucken möchte. Wir haben vier Sorten dafür, davon. Und wir haben die Sorten Honig und Senf, dann haben wir Grill und Buchenholz, dann haben wir Chili und Crème, die scharfe Variante, und dann haben wir noch als letztes, die werde ich als letztes tatsächlich auch testen, die Barbecue-Soße, das Original. Also quasi eine einfache Barbecue-Soße. Und ich fange mit dem an, wo ich weiß, dass ich meine größten Probleme mit haben werde. Die anderen drei werde ich geil finden. Das kann ich jetzt schon sagen, die hier nicht. Nämlich die Honig und Senf. Ich hasse Senf. Gebe ich auch offen zu. Ein Punkt, der jetzt auch neu sein wird in der Food Show, dass ich zu einem Thema etwas sagen werde, da ich vor kurzem mit Diabetes mellitus diagnostiziert wurde, ist eben der Zuckergehalt. Weil vielleicht, und ich weiß, dass es sehr viele Diabetiker in Deutschland gibt und das natürlich auch immer ein interessanter Punkt ist. Und hier haben wir ziemlich viel Zucker, aber es ist bei einer Honigsoße natürlich auch zu erwarten, dass da ziemlich viel Zucker drin ist. Nämlich 28 Gramm pro 100 Milliliter. Also schon eine Hausnummer. Ah, sie riecht gar nicht schlecht. Sie riecht tatsächlich auch nach Barbecue-Soße. Gar nicht mal so nach Senf und Honig, sondern wirklich tatsächlich nach einer Barbecue-Soße. Ich dachte jetzt wirklich, ich kriege eine Honig-Senf-Soße, aber es ist ein sehr rauchiges Aroma. Es kommt dieser typische Barbecue-Soßengeruch, dieser leicht nach, ja, nach Speck riechende Duft durch und dieses rauchige Aroma, aber
von Senf und von Honig. Merke ich da, oh, das war ein bisschen viel. Ja, okay. Die Farbe ist auch recht dunkel für eine Honig-Senfsoße. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es geht wirklich eher in das Karamellige. Jetzt habe ich mich hier zugesaut, naja. Ja, es riecht auch eher, es riecht wie die McDonald's-Barbecue-Soße, um ehrlich zu sein. Was jetzt nicht schlecht ist, viele Leute mögen diese Barbecue-Soße sehr, sehr gerne. Und daran erinnert sie mich im Moment am meisten. Gar nicht, nicht die McDonald's-Barbecue-Soße, die Burger King-Barbecue-Soße. Ah, den Rest hier auch noch wegmachen. Es ist sehr interessant, denn wie ich schon sagte, wie sich auch ein Geruch schon mir angekündigt hat, schmecken die Soßen sehr, also diese Soße hier, die Soße schmeckt sehr, sehr stark rauchig, sehr stark nach Barbecue-Soße. Man merkt den Honig, man merkt den Senf. Und vor allen Dingen im ersten Moment hat man wirklich so einen richtigen Senf, fast schon Senf-Flash auf der Zunge. Also man hat ein wirklich sehr starkes Senfgefühl auf der Zunge. Und dann kommt dieser sehr starke Rauch. Also es ist wirklich ein sehr, sehr starker Rauch, der in dieser Soße drin ist. Dann wird das Ganze auch sehr süß, was eben auch durch den Honig natürlich getragen wird. Der Honig selbst hat jetzt nicht das Aroma, das er nach vorne sticht. Der Senf und das Barbecue-Raucharoma stehen eher im Vordergrund. Dann kommt eher der, also dann kommt eben die Süße, aber nicht wirklich der Geschmack vom Senf durch, vom Honig durch. Was ich ein bisschen schade finde, da ich, wie gesagt, Senf nicht so mag und Honig liebe. Und dadurch ist das für mich ein bisschen schade, ein bisschen out of balance. Also ich finde, es ist eine sehr schwer definierbare Soße. Sie ist sehr lecker. Also sogar ich als jemand, der Senf ganz, ganz schlimm findet, finde die Soße wirklich sehr lecker und kann mir zum Beispiel vorstellen, ich glaube, zu Fisch ist die, glaube ich, großartig. Bei einem Steak würde ich fast schon sagen, ist die zu krass, weil die für ein Steak eher sehr, die ist sehr im Vordergrund. Also die wird sehr viel vom Fleischgeschmack wegnehmen. Aber wie gesagt, zu Fisch ist sie, glaube ich, super. Und ja, auf jeden Fall, wer Honig-Senfsoßen mag und Barbecue-Soßen mag, hier habt ihr eine wirklich sehr, sehr gute Kombination von beiden Dingen in einem. Gehen wir weiter zur Grill- und Buchenholz. Wer greicht? Oder so. Steht hier dort drauf. Was steht hier? Süß und würzig. Das stimmt. Das kann man unterschreiben. Hier steht drauf, wie greichert. Ah, wie geräuchert soll das heißen. Wie greichert. Joi. Da bin ich auch sehr gespannt. Hauptzutat ist hier nämlich Pflaumenmus. Pflaumenzucker, Säuerungsmittel, Zitronensäure. Zucker haben wir 33,1, also auch hier. Diabetiker sollten eigentlich eher die Finger davon lassen. Ich muss mal hier ein bisschen. Ist das noch zu? Ja, natürlich ist das Ganze geschlossen. Die Honig-Senfsoße hatte ich tatsächlich schon geöffnet, aber das gibt mir natürlich die Chance, das hier von dem Etikett zu nehmen. Oh ja, oh wow. Da riecht man die Pflaume definitiv sehr stark durch. Also es riecht sehr nach Pflaume, aber auch sehr rauchig. Also vom Rauch her noch deutlich intensiver als die Honig-Senf. Aber auch wieder relativ süß. Also auch wieder so ein sehr starkes, süßes Aroma, was einem in die Nase steigt. Wow. Also die schmeckt jetzt wirklich eher klassisch wie eine Barbecue-Soße. Allerdings wirklich mit einem harten Schlag, wirklich einem richtigen Faustschlag mitten ins Gesicht von Räucheraromen. Also der ist wirklich sehr, sehr stark rauchig. Gleichzeitig aber auch eine Süße. Und dieser Pflaumengeschmack kommt auch sehr stark, naja, nicht sehr stark durch. Am meisten kommt wirklich dieser Barbecue-Soßengeschmack durch. Also dieser typische Barbecue-Soßengeschmack. Und dann kommt wirklich so ein bisschen diese Pflaumensüße und auch der Pflaumengeschmack durch. Aber dieses Rauchige macht das Ganze sehr, also das ist wirklich sehr, sehr abgerundet für mich. Also es ist eine wirklich sehr interessante Geschmackskombination, die ich mir auch wirklich sehr vorstellen kann für Grillgut. Also im Prinzip alles, was ihr auf den Grill schmeißt und dazu, außer vielleicht Würstchen, da ist es vielleicht ein bisschen. Aber sonst eigentlich im Prinzip alle Sorten von Steaks,
kann ich mir vorstellen, dass das wahnsinnig das Aroma noch verstärkt und nochmal ein eigenes Aroma mitbringt, ohne alles zu überdecken. Denn im Endeffekt ist sie zwar sehr aromaintensiv, aber gleichzeitig doch nicht so krass, dass sie alles überdeckt. Also wirklich, das ist schon eine sehr geile Soße. Also die werde ich definitiv benutzen. Wie gesagt, in Maßen, denn 33,1 Zucker. Also, aber was will man bei einer Barbecue-Soße erwarten? Barbecue-Soßen sind nun mal sehr zuckerhaltig, das ist auch kein Geheimnis. Dann haben wir hier Chili und Creme. Saube scharf steht da drauf. Und hot. Mal gucken, was hot heißt für die guten Bayern. Bin ich auch sehr gespannt. Heutzutage, also was hier noch mit dabei ist, ist Preiselbeerkompott. Auch sehr interessant. Hatte ich so, glaube ich, in der Barbecue-Soße auch noch nicht. Preiselbeeren, nicht, dass ich wüsste. Kommt allerdings auch schon von der Farbe her, das sehe ich jetzt schon, deutlich heller nach vorne als die, wie heißt sie nochmal gleich, die Grill- und Buchenholz. Riecht im Prinzip aber genauso. Also die riecht fast genauso wie die andere. Ein bisschen süßer vielleicht, ein bisschen leichter, ein bisschen weniger Rauch, aber sonst. Schmeckt aber komplett anders. Oh wow. Das ist interessant. Das ist wirklich sehr interessant. Wie soll ich das in Worte packen? Das wird mir jetzt schwer fallen. Denn sie fängt an. Ich muss noch mal probieren, weil das ist einfach. Das ist so eine interessante und seltsame Sensation. Das ist wirklich interessant. Sie fängt an, man hat im Endeffekt wirklich so ein ganz leichtes Raucharoma und sonst erstmal gar nichts. Dann plötzlich süß. Wirklich sehr fruchtig. Süß ist das falsche Wort. Fruchtig trifft es eher. Wirklich ein sehr starkes, fruchtiges Aroma, das sich wirklich so komplett erstmal alles wegballert. Erstmal hat man wirklich pures, fruchtiges Aroma in der Fresse. Und dann geht das aber auch so schnell, wie das gekommen ist, so wirklich so bam, bam. So schnell, wie das gekommen ist, ist es auch wieder weg. Und es kommt und geht sehr schnell. Und dann kommt die Schärfe. Dann kommt wirklich nochmal so, wo man eigentlich schon gar nicht mehr damit rechnet, weil es wirklich sehr lange dauert, bis das einsetzt. Kommt wirklich so ein Schärfe-Effekt noch mit durch. Und auch ein wirklich sehr starker Schärfe-Kick. Also, es ist wirklich also ich würde fast schon sagen, ein bisschen schärfer als Tabasco. Naja, vielleicht nicht schärfer als Tabasco, aber zumindest nicht pur, aber zumindest auf demselben Level für Leute, die mit scharfen Sachen umgehen. Man nimmt natürlich hier von mehr als von Tabasco und so, von der Dosierung. Na, aber so ungefähr dasselbe Gefühl wie bei Tabasco kommt dabei auf. Und ja, sehr interessantes Geschmackserlebnis auf jeden Fall. Finde ich wirklich auch nicht schlecht. Also wirklich eine sehr gute Soße. Vor allem eine sehr gute Chili-Barbecue-Soße. Kann ich mir auch sehr gut fürs Grillen sehr, sehr gut vorstellen. Und auch sehr zu empfehlen, aber wirklich auch aufpassen, die ist nicht ohne. Also die hat wirklich schon eine Schärfe, die nach vorne geht. Und dann haben wir noch eine, die übrig bleibt, nämlich die Original-Barbecue-Soße. Das Original. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Die ist auf jeden Fall deutlich flüssiger als die anderen Varianten. Das sieht man auch hier schon am Deckel, denke ich. Auch hier ist wieder Preiselbeerkompott Hauptbestandteil. Naja, beim anderen war es nicht, aber hier ist das Preiselbeerkompott. Und wir haben 35,1 Gramm Zucker, ziemlich viel Zucker natürlich wieder, aber das ist wie gesagt bei einer Barbecue-Soße keine Überraschung. Und auch die riecht eigentlich eher typisch wie so eine McDonald's-Barbecue-Soße. Burger King Barbecue Soße. Okay. Die ist wirklich super. Also im Prinzip unterscheiden die beiden sich nicht sehr. Das hier ist die mit Chili und Creme. Und das hier ist das Original. Die unterscheiden sich nicht viel. Der einzige Unterschied, den ich jetzt wirklich feststellen kann, ist, dass der eben einen Schärfekick hat und der nicht. Ihr seht die Flaschen gar nicht, aber also dass der hier keinen Schärfekick hat und der hier auf jeden Fall schon. Und dass der hier eben dickflüssiger ist als die Originalsoße. Sonst vom Geschmacklichen sehr, sehr nah beieinander.
Die hier noch, also das Original, noch ein bisschen leichter als die Chili- und Creme-Variante. Nochmal wirklich ein Ticken leichter, ein Ticken zurückhaltender. Auch ein Raucharoma dabei, aber das eher auch wirklich auch sehr zurückhaltend. Eher diese Süße von, oder diese Fruchtigkeit von der Preiselbeersoße mit dabei und eine sehr leckere Soße, vor allem die auch wirklich gut funktioniert, die wirklich eigentlich auch bei allem funktionieren kann, zumindest. Und ja, also wirklich auch eine hochwertige, sehr, sehr leckere Barbecue-Soße, die sich wirklich auch von dem Einheitsbrei abhebt. Ja, was soll ich sagen? Also ich finde das Sortiment komplett hat ja, hat mich wirklich überrascht vor allen Dingen. Und ich muss auch wirklich sagen, es ist eine sehr, sehr interessante Variante und eine sehr, sehr interessante Idee, die hier hinter diesen Soßen steckt, hinter jeder einzelnen Soße. Und kann die wirklich für jeden, der, vor allem für Grillfans, also gerade für Grillfans sind diese Soßen sehr zu empfehlen, denn sie sind wirklich sehr, sehr lecker und sehr, sehr, wirklich anders. Die sind sehr, sehr, nicht speziell ist das falsche Wort, denn würde ich damit sagen wollen, die sind nur für gewisse Leute. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass diese Soßen wirklich auch einen breiten Markt ansprechen und viele Leute begeistern wird. Natürlich, jeder wird seinen Favorit finden und so weiter, aber wirklich, wenn ihr im Prinzip braucht ihr diese vier Soßen, um auf einem Grillfest alle Möglichkeiten zu bieten, die man eigentlich braucht. Und trotzdem was zu haben, was nicht alltäglich ist. Das ist das richtige Wort. Alltäglichkeit. Denn das hier sind keine alltäglichen Soßen. Und das sind Soßen, die sich wirklich auch vom typischen Markteinheitsbrei abheben wollen. Sehr zu empfehlen. Homepage findet ihr unten. Und wie gesagt, ich habe die Dinger im E-Center gesehen. Also sollten auch nicht so schwer zu kriegen sein. Und wirklich, holt sie euch, probiert sie aus. Alleine schon, um zu wissen, was ne, abgeht. Und auch das Design ist halt einfach mega Bombe. Vielen Dank an Barbecue, dass sie mir die vier Sorten, die sie in ihrem Sortiment haben, zur Verfügung gestellt haben. Ich bin gespannt, ob noch weitere Sorten folgen werden, denn ich kann mir das vorstellen, denn diese Sorten lassen noch weitere Sorten zu. Das kann man definitiv jetzt schon sagen. Und ja, wie gesagt, ich kann sie nur sehr euch euch wärmstens ans Herz legen, wollte ich sagen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere, der hier mal zufällig reinschaltet, weil er vielleicht wissen will, was das hier für Soßen sind, der das hier mag, vielleicht auch ein Abo dalässt. Und gerne könnt ihr auch mal auf unsere Homepage gucken. Die findet ihr auch in der Infobox. Und falls ihr gerne auch noch mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr natürlich gerne mal auf Sofablogs gehen. Denn dort begebe ich mich mit Grasuk in andere Welten, kann man sagen. Ist das zu dick aufgetragen? Vielleicht. Egal, bis zum nächsten Mal. Und das wird bald sein, denn ich habe noch einiges vor in der nächsten Zeit. Und dementsprechend danke, dass ihr immer noch da seid, wer auch immer ihr seid. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt und vielleicht jetzt auch mal meine neuen Abonnenten seid. Wie dem auch sei, bis dahin, macht es gut, euer Gianna Brother.